Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe ja noch ein paar Sachen, die ich euch im letzten Video schon zeigen wollte, die ich jetzt hier so habe, aber dann von der Zeit her das ein bisschen knapp wurde, weil ich jetzt so gerne rede und so viel Zeug habe. Also Sachen, die ich mir wirklich überlegt habe, sie zu kaufen und jetzt nicht irgendwie sinnlos, keine Ahnung, irgendein random Shampoo, irgendwas Beauty-mäßiges, was ich nicht brauche und ne, nicht so haul-mäßig wie früher, sondern Sachen, die sich auch schön aufbrauchen. Viele Foodie-Sachen, die vielleicht auch für manche neu sind, die vegan sind, die gute Inhaltsstoffe haben zum Teil. Ich habe auch ein paar eher fragwürdigere Sachen, weil ich es einfach mal testen wollte. Und Sachen, wo ich euch auch wirklich empfehlen kann. Auch ein bisschen Beauty und so Zeug. Ich weiß auch, manche Leute würden super gerne noch ein bisschen was zu meinem neuen Job wissen. Finde ich auch immer interessant, wenn andere Leute da irgendwas erzählen und vor allem, wenn es da was Positives gibt oder man sich so denkt, ja, das ist voll interessant, erzähl mal ein bisschen mehr davon, weil mich die Richtung auch interessiert. Das Ding ist nur, mit Privatsphäre und so eine Sache, ich halte das natürlich eigentlich auch immer bedeckt. Ich habe euch auch nie gesagt, in welche pädagogische Richtung so ganz ich irgendwie was gesucht habe, wo ich schon gearbeitet habe. Und so im Nachhinein kann ich es vielleicht mal erzählen, aber da muss ich mir relativ sicher sein, dass ich erstmal nicht mehr in dem Bereich irgendwie tätig bin, weil es halt schon ein bisschen special ist, würde ich sagen. Und nicht so, was man sich als Erzieher so vorstellt, so hey, im Kindergarten 0815 irgendwas. Und das war halt schon gefühlt noch nie. Also erstens mal zum Teil war es noch nie der Fall und bei gewissen Sachen, wo ich dann gearbeitet habe, war es sowieso ganz anders dort. Aber irgendwann erzähle ich das vielleicht mal, wenn es noch Leute irgendwie interessiert, einfach so. Und ja, deswegen ist es so ein Ding, wie viel erzähle ich jetzt von dem Ganzen? Obwohl ich eigentlich sehr hyped drauf bin, euch da ein bisschen mehr zu erzählen. Aber ich denke so, ah, Privatsphäre ist so vielleicht doch ein Gut, was man noch so behalten sollte. Ich kann euch sagen, dass es halt, ja, das hatte ich letztes Mal auch schon erzählt, dass es mit veganen Artikeln, nennen wir es Artikeln, zu tun hat, von verschiedenen Marken und die alle auch fair produzieren. So, das kann man mal so festhalten und es gibt auch was Eigenes. Ja, sagen wir so, es gibt auch eine eigene Marke, die damit reinspielt, mindestens eine. So, das Größte ist eine dann. Und das ist so ein Mix. Und das ist Verschiedenes. Also verschiedene Arten von Artikeln. Ja. Und ich liebe es da. Ich liebe es einfach da zu sein. Und ich finde es einfach mega, weil ich so mit meinen Werten dahinter stehen kann. Und alles für mich gefühlt irgendwie so ein bisschen neu ist auch in dem Bereich. Weil ich da noch nie mit so beruflich zu tun hatte. Privat auch nur so ein bisschen. Aber ich find's mega. Mal gucken, ob ich euch irgendwann ein bisschen mehr erzähle. Ich fange jetzt mal mit Beauty-Sachen an. Ich komme mir schon so vor wie früher bei DM-Hauls und sowas, aber diesmal ist es so All-in-One und Sachen, die ich euch einfach empfehlen kann, die auch tierversuchsfrei sind und vegan und, muss kurz überlegen, doch auch vegan und ja, einfach eine super Sache sind. Und zwar gibt es auch Produkte, die ich natürlich auch erst durch Empfehlungen von Leuten finde, die wirklich sich mit ihrer Sache gut auskennen, weil die beruflich auch damit zu tun haben. Und zum einen habe ich so zwei Friseure, denen ich folge, die anscheinend auch gute Rezensionen haben und so weiter. Und die posten verschiedene Markensachen, auch so Sachen, wo ich nicht kaufen werde, egal wie toll die sind, weil eben mit Tierversuche und so bin ich raus. Aber es gibt Sachen wie zum Beispiel von Balea. Ich weiß, Balea ist ein bisschen umstritten, weil die nicht PETA-approved sind. Irgendwas ist da nicht ganz hundertprozentig oder ich bin mir nicht sicher. Also es ist so ein bisschen noch gewagt, aber eigentlich ist Balea die Hausmarke tierversuchsfrei. Ich glaube, es ist nicht 100% vegan. Irgendwas kann mal drin sein. Aber das ist jetzt zumindest nicht. Und das ist eine Haarmilch, eine Feuchtigkeitshaarmilch. Und die mache ich mir nach dem Waschen rein. Also wenn die Haare noch nass sind, gebe ich mir so zwei Pumper pro Seite und schmiere das dann so ein. Und das ist einfach für meine Haare super wichtig, weil ich von Natur aus eine trockenere Haarstruktur habe, auch durch das Färben natürlich, weil ich mir die Haare immer braun färbe und jetzt durch diesen Friseur-Account erst mitgekriegt habe, warum ich immer wieder so einen Ombre-Effekt habe, so einen natürlichen. Das ist nicht natürlich. Diese Farbe blondiert eigentlich erst mein Haar und dann im letzten Akt irgendwie so gehen diese braunen Farbpigmente rein und mit der Zeit durch natürlich Sonne und ja, mit der Zeit einfach, es
gehen wieder Farbpigmente raus und daher entsteht dieser Ombre-Effekt. Ich dachte mir, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber jetzt weiß ich es. Also auch solche Sachen kriegt man dann raus. Es gibt natürlich auch braune Tönungen, die nicht dieses Blond erst machen, weil muss man bei mir gar nicht. Ich bin ja eh schon so aschdunkelblond, aber das ist so dieser Prozess und man merkt es halt gar nicht. Es wird dann halt dunkel und ich färbe mir immer nur diesen Ansatz nach und ein bisschen vielleicht noch dazu, aber mehr auch nicht und deswegen wird es so verschieden bräunlich blond mit der Zeit. Aber es gefällt mir eh und da muss ich nicht irgendwie Ombre Balayage-mäßig was nachhelfen und irgendwie aufhellen und deswegen ganz gut. Aber tendenziell ist mein Haar dann auch wie blondiert eigentlich und dadurch noch trockener als eh schon meine Haarstruktur ist. Deswegen Feuchtigkeit ist der Key. Und für viele Sachen, die man so nutzt, die auch empfohlen werden, so, es sind halt Proteine drin und Keratin und sowas. Und das hilft zwar, das Haar aufzubauen, allerdings fehlt dann Feuchtigkeit. Und wenn man zu viel Proteine ins Haar gibt, dann kann es schneller zu Haarbruch führen. Musste ich auslernen. Deswegen muss man es manchmal dezent einsetzen und viel auf Feuchtigkeit gehen. Und deswegen funktioniert Feuchtigkeit sehr gut. Habe ich mir auch erst wieder nachgekauft. Das ist nämlich jetzt nur noch bis hierhin voll. Liebe ich. Große Liebe. Dann noch was für Feuchtigkeit ist von dieser Cantu-Marke. Und das ist ein bisschen spezieller, weil das ist eigentlich für so Afro-Locken-Hair-Sachen und alle, die so auch so Wellenlocken haben wie ich und die auch so ein bisschen rausbringen wollen, gibt es immer mal wieder so Marken, die auftauchen und das ist zum Beispiel eine. Und Cantu ist sehr, sehr reichhaltig. Gefällt mir auch leider vom Duft nicht so. Es ist halt Pina Colada. Es ist halt wirklich Ananas-Kokos-mäßig und wird mir ein bisschen schlecht von. Aber man spült es ja wieder raus, deswegen ist nicht schlimm. Ich habe schon diese Shea Butter mal von denen getestet. Das habe ich aber gespendet bei dieser Giftbox, weil es einfach zu beschweren war von meinen Haaren. Das geht wirklich, glaube ich, nur bei so crazy Afro-Locken oder so crazy, aber so richtig, wenn man da wirklich ein bisschen mit reinmacht. Aber bei mir erschwert es dann zu sehr. Und das ist einfach nur dieses Hydrating, also feuchtigkeitsspendender Conditioner und der ist richtig gut. Man muss ein bisschen achtgeben, kann auch sein, dass die Locken dann nicht so gut rauskommen, aber mein Haar braucht es ab und zu. Ich nutze es nicht jedes Mal, aber ab und zu ist das wirklich so ein It-Piece. Und auch von diesen Instagram-Friseuren, ich schreibe euch mal rein, die zwei, wird das auch immer mal wieder erwähnt, wie gut das ist und dass das ein Favorit ist. Und dann denke ich mir so, ja, investiere ich und habe ich dann auch daheim. Dann ein Produkt, von dem ich zuvor eigentlich noch nie was groß gehört habe, es dann so selber entdeckt habe und war schon so, ich kaufe eigentlich ungern noch Sachen, die ich nicht irgendwie, mit fachlicher Empfehlung so kaufen würde. Aber an das habe ich mich jetzt mal rangewagt und zwar von Alverde, das 2-in-1 Lockenbalsam. So, deswegen tierversuchsfrei, da fällt dir alles mit L'Oreal und Schwarzkopf und so weiter raus, die auch ganz viele Lockenprodukte haben. Und dann dachte ich mir so, Alverde, wie oft habe ich schon Sachen gekauft, die dann doch nicht so ideal waren. Und ich habe ja eigentlich so eine Styling-Cream von denen und die ist ganz gut. Allerdings, das ist nochmal besser. Ich merke einen Unterschied, wenn ich das mit reingebe. Ich mache meine Haare immer ein bisschen nass und knete die so hoch und dann werden die von alleine diese lockig-wellige, ja, Mixstruktur, mal mehr, mal weniger. Und dieses 2-in-1 Lockenbalsam macht nochmal einen Unterschied, definitiv. Das Ding ist, es riecht nicht gut. Finde ich echt die Krise bei dem Duft auch wieder. Wie Gummi, ganz komisch. Wie so süßliches Lakritz-Gummi. Warum? Warum, Leute? Da steht mit Bio-Leinsamen und Bio-Traube extra für Sprungkraft, ohne Silikone und so weiter. Aber es funktioniert und man riecht es nicht im Haar. Und ich bin nicht so mega empfindlich mit Duftstoffen. Also ich nehme es danach nicht mehr wahr, deswegen geht es eigentlich. Aber ich kombiniere das auch mit ein bisschen Feuchtigkeit, knete das rein und nehme davon größerer Klecks einfach und das ist super. Also falls ihr auch so Lockenwellen habt, probiert das unbedingt mal aus. Und letztes Beauty-Produkt, beziehungsweise fast, aber das ist wirklich ein It-Piece und das andere ist so ein bisschen der Loser von letztem Mal, muss ich nämlich revidieren, ganz kurz dazu, die Mascara von Essence. Seit wann bröselt denn die? Das hatte ich ja gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und ich habe die zweimal benutzt, bevor ich euch die vorgestellt habe. Und da ist es mir nicht so aufgefallen, aber letztens total. Ich so, hä? Wie? Die habe ich doch ganz neu. Wie bröselt die denn jetzt einfach? Da bröselt es mir hier so kleine schwarze Punkte runter. Also so kleine Stückchen im Endeffekt. What? Jetzt muss ich die natürlich irgendwie kombinieren und nochmal mit der von Catrice drüber gehen, damit das so ein bisschen fixiert. Und trotzdem bröselt es ein bisschen, aber nicht so schlimm. Ganz komisch, werde ich nicht mehr nachkaufen. Ich weiß nicht, was Essence da plötzlich gemacht hat oder ob ich so ein bisschen Montagsprodukt habe.
Ich weiß nicht. So, dann kommen wir zu einem Lip Liner. Es soll ja wieder Zeiten geben, wo man ohne Maske Sachen machen kann. Und bei uns ist es nicht so der Fall. Es gibt ja verschiedene Bundesländer und Hamburg ist mit dabei, die sagen, tragt ihr noch gern ein wenig länger. Und deswegen war es so ein bisschen, okay, brauche ich jetzt echt schon Lip Liner. Aber ich habe jetzt ewig keinen mehr benutzt und ich dachte mir, ich will so einen Nude oder Your Lips But Better Look Lip Liner, weil es einfach besser hält, man kann präziser arbeiten und ich liebe es. Und der ist top, da habe ich einen richtig guten Treffer gelandet. Von Catrice der Plumping Lip Liner in der hellsten Farbe im Endeffekt mit 010, underrated schick. Und das ist einfach so schön. Ich komme mal ein bisschen näher. Und hier könnt ihr das ganz gut erkennen. Es ist so ein wunderschönes Nude. Es ist nicht zu rosa stichig, es ist nicht zu braun. Es ist so ein richtig schöner Mix aus beidem. Also guckt euch den mal an in der 010 von der Plumping-Reihe. Richtig gut. Und er ist matt. Ich liebe ja matte Lippen, aber er trocknet auch nicht zu sehr aus. Deswegen also nicht so beschwerend, komisch, bröselig. Und ich finde ihn richtig gut. Bin richtig in love damit. Dann kommen wir zu ein bisschen Foodie-Kram. Liebe ich auch. Oh mein Gott. Also, es gibt zwei Produkte, die sehr ähnlich sind und es gibt einen Favoriten von mir. Der andere ist aber auch gut. Aber es ist der Wahnsinn, wie gut es funktioniert. Und zwar von Bio Vegan. Das kriegt ihr auch beim DM. Und zwar ist es einmal Omelette und einmal Rührei. Und das ist aus nur gesunden Zutaten gemacht. Mit Kichererbsenmehl, das haben die hier eigentlich auch genommen. Es ist sehr ähnlich. Einfach ein paar Gewürze noch rein, Flohsamenschalen, damit das Ganze noch ein bisschen zusammenkommt. Ja, Salz und verschiedene Gewürze eben. Und es ist wirklich, wirklich lecker. Ich liebe das Omelette. Und es funktioniert wirklich, dass ihr einfach nur ein bisschen Wasser... Ich muss sagen, ich nehme ganz oft einen Milchersatzdrink, der aber nicht süßlich ist. Weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, das schmeckt dann noch reichhaltiger, ein bisschen besser. Aber theoretisch kann man es auch mit Wasser machen. Muss man halt genau ausmessen. Steht alles drauf, kein Problem. Bisschen mit einem Schneebesen oder so verrühren. Und dann ab in eine Pfanne mit vielleicht einem kleinen Klecks Öl. Bratet die aus, es dauert irgendwie 3-4 Minuten. Dann dreht ihr es einmal und gut ist die Sache. Und es hat eine Konsistenz und einen Geschmack wie ein Omelette. Vielleicht ein bisschen zu schwach im Vergleich mit dem echten Omelette, soweit ich das noch beurteilen kann. Aber dafür gibt es ja auch Abhilfe. Man hat ja im Bioladen, müsst ihr euch einmal kaufen. Das habe ich seit 2018 und ist immer noch gut, weil das wird nicht einfach schlecht. Und am Ende, das ist wichtig, dass es nicht mit der Hitze so gut kombinierbar ist, weil es dann die Wirkung verliert. Dass man am Ende nochmal eine kleine Prise, aber wirklich eine kleine, das ist sehr salzig und sehr intensiv im Geschmack, weil es so ein Füllei-Geschmack ist, so drüber streut. Aber an sich reicht das auch eigentlich, wenn man es nicht ganz, ganz intensiv eimäßig mag. Aber es ist definitiv ein Eiergeschmack und es ist einfach ein geiles Omelette. Ich liebe das. Und das gibt es halt im DM. Müsst ihr unbedingt mal testen. Nehmt gleich zwei mit, ihr werdet es nicht bereuen. Und dann Rührei ist halt so die andere Variante. Die ist ganz nett, aber ich finde, die schmeckt nochmal... Irgendwas ist da ein bisschen von den Gewürzen anders. Und deswegen liebe ich einfach das Omelette mehr. So, aber wie gesagt, Rührei kann man auch ausprobieren. Ein Flop-Produkt bei DM, und zwar ein richtig extremes, ist dieses vegane Pasta-Topping. Hat das jemand vorher probiert in der Produktion? Es schmeckt überhaupt nicht nach diesem ganzen, wie nennt sich das, Parmesan. Genau, hä? Es ist einfach nur klein gemachte Cashewnuss und Mandeln und ein bisschen Würz-Hefeflocken. Glückwunsch. Aber dann kauft euch lieber diese Hefeflocken und macht die drauf und nicht... Und das ist echt teuer gewesen, dieser kleine Beutel. Deswegen, nein, da müssen mehr Würzhefeflocken rein oder überhaupt, nimmt einfach nur die Hefeflocken. Besser wird's nicht. Vielleicht kann man noch Salz mit reinmischen, aber das war's dann. Dann habe ich einen Riegel entdeckt, beziehungsweise eine Freundin von mir. Und hat gesagt, probier den, der ist gut. Und dann habe ich den einfach gekauft, habe danach gesehen, oh, Süßungsmittel, olé. Also richtig extrem. Aber ich dachte mir, okay, es gibt so wenig... richtig gut geschmackliche Süßigkeiten, vegane Proteinriegel. Ich nehme es jetzt nicht jedes Mal, aber er ist schon gut. Man muss schon sagen, die haben das schon gut hingekriegt. Das ist mit Hazelnut und Nougat von Barbells. Ich kenne es nicht, aber ich weiß, dass es in dem Fitnessbereich eine größere Marke ist und die haben eben diesen knallgrünen, ist er eben natürlich nicht, aber so von außen sieht man es gleich, vegane Riegel. Sowieso die gefühlt vegane Farbe macht alles in Grünnuancen und da weiß man schon, ah ja, da sind die ganzen veganen Sachen. Und der ist richtig gut vom Geschmack. Also wenn ihr so ein Protein-Süßigkeiten-Ding mal sucht und ihr vertragt dieses Mittel, dann könnt ihr den mal ausprobieren. Der schmeckt schon richtig nice.
Lustigerweise muss ich jetzt schon wieder zum DM. Es kommt jetzt so, als würde ich jetzt nur noch im DM versinken. Aber ich muss ein paar Sachen machen, weil ich auch immer an meiner Kleidung ein bisschen was ändere und so. Und lustigerweise fällt mir jetzt auf, jetzt kommt dieser komische Ärmel hier raus. Ich habe das extra nach oben geschoben, weil, lustig, das ist eigentlich ein Oberteil. Da gingen die Ärmel vorgestern nur bis hierher, also von dem hier. Und das hat sich immer weiter hochgezogen und ich habe das dann immer mal so getragen unter Pullovern, wo man es nicht so gesehen hat oder so. Dachte mir, ja, ich trage es halt, weil ich mag eigentlich diese Öffnung von diesen Pullovern sehr gerne. Ich habe ja viele verschiedene mit diesen Knöpfchen und verschiedene Öffnungen und so. Aber diese kurzen Ärmel, die haben es immer wieder hochgeschoben und es war einfach zu kurz. Und dann habe ich schon überlegt, waren die schon immer so kurz oder kam das nur mit dem Waschen? Jetzt habe ich ein bisschen was ausprobiert und jetzt sind die Ärmel eigentlich, wenn ich sie normal rausziehe, fast schon einen Ticken zu lang, aber eigentlich ganz nett. Also ich mag das, wenn es so ein bisschen drüber ist. Ist ein bisschen schlappig jetzt geworden mit der Zeit. Aber ich finde die eigentlich ganz schön. Nur unter diesem Pullover sieht es ein bisschen, ja, nicht so ideal aus. Deswegen habe ich dann erst gemerkt, als ich ihn angezogen habe, wollte mich aber nicht mehr umziehen. Deswegen habe ich ihn so ein bisschen hochgerafft. Aber so ein paar Hacks, die ich einfach auch mit eigenen Sachen mache, mit ein paar Verfahren, sage ich, oder Produkte von DM und sowas, wo ich einfach so ein paar Tricks machen und ich wollte noch was umfärben und so Sachen und da brauche ich halt ein paar Dinge, die es beim DM gibt und vielleicht zeige ich das auch mal demnächst in Videos und so, wie ich einfach mit so kleinen Tricks arbeite, wenn ich mir was Secondhand kaufe und dann passt es nicht hundertprozentig. So, wir haben es mittlerweile sehr viel später, wenn man im Hintergrund sehen kann und ich sage euch, dieser Lip Liner, der ist so gut. Ich habe jetzt zweimal währenddessen gegessen. Einmal war sogar ein bisschen, nicht ganz fettig, aber ein bisschen was Fettiges mit dabei, weil ich es halt in der Pfanne mit ein bisschen Olivenöl angebraten habe. Und trotzdem sieht es immer noch gut aus. Und spätestens bei so ja, fettigen Sachen löst sich es meistens ein bisschen, vor allem so innen, wo man halt besonders drankommt beim Abbeißen oder so. Aber dieser Lip Liner, ich glaube, ich muss mir echt ein Backup direkt holen, der ist wirklich richtig gut. Also Catrice, habt das sehr gut gemacht. Und ich wollte euch noch ein paar Sachen zeigen, die ich in letzter Zeit eben mit vor allem Secondhand-Sachen oder Sachen, die man sich mal gekauft hat und sich denkt, ah, eigentlich viel zu schade, die irgendwie wegzugeben oder zu verkaufen, weil man es eigentlich mag, aber irgendwas ist damit. Irgendwie so Kleinigkeiten, warum man sie nicht nimmt, weil sie meistens nicht ganz so richtig sitzen oder irgendwas tut ein bisschen weh, ist irgendwie unangenehm. Oder der Look ist nicht genauso, wie man es haben will. Habe ich nämlich auch eine Sache. Und bei einem ist mir auch noch nichts eingefallen, was ich jetzt damit machen kann. Ich habe noch einen Plan B oder C, aber ich weiß nicht, ob der so ideal ist. Und zwar habe ich so Boots, die habe ich noch in Frankreich Secondhand gekauft. Und ich liebe diese Boots, ja. So sehen die aus. Und ich habe diese in schwarz matt. Und die habe ich jetzt schon zum zweiten Mal, weil ich die einfach liebe. Weil man einfach reinschlüpfen kann. Und ich liebe die. Das sind die von Lemon Jelly, heißen die, glaube ich. Oder Jelly Lemon. Lemon Jelly. Okay. Und die sind halt wasserdicht. Man schwitzt auch nicht übermäßig da drin. Und ich finde die Form und wie das hier so gemacht ist, ich finde es einfach ganz schön. Und habe mir gedacht, ich hole mir die in so einem weiß-beige-grau-Mix. Aber es ist mehr so, ja, so leicht beige, dreckiges Weiß irgendwie so. Und ich mag die eigentlich gern. Das ist natürlich ein bisschen speziell. Problem bei mir ist nur, die sind so super glänzend. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber ich mag einfach matte Sachen bei vielen Dingen sehr viel lieber als glänzende. Und die schwarzen habe ich in matt. Die gibt es in glänzend wie in matt. Und matt ist immer ein bisschen schwieriger zu bekommen. Und ich hätte die gern in matt gehabt. Die habe ich relativ günstig gekriegt. Ich glaube für um die 20, 25 Euro. Und dachte mir so, ja, dann nehme ich halt auch mal glänzend. Aber ich habe schon gesehen, matt wäre geiler. Und dann ist es jetzt so eine Sache, ich habe es versucht mit mattem Nagellack. Dachte mir, ich bin so clever. Ich kaufe mir so Essence, ich hatte sogar noch welchen da, Nagellack und pinsel den so ein. Erstens mal, es hat ewig gedauert. Dann sah es auch richtig gut aus. Ich habe mich schon richtig gefeiert. Aber natürlich, weil dieser Schuh sich auch beim Laufen ein bisschen knickt, bröckelt das Ganze und dann ist es wieder auf und ich konnte es wieder abziehen. Also es war wirklich so, oh, toll. Dann bin ich noch ein bisschen mit Nagellackentferner drauf und dachte mir, vielleicht macht der das ein bisschen matt, weil er vielleicht die Oberfläche angreift. War aber nicht der Fall. Es war acetonfreier Nagellack. Dann war ich jetzt bei DM und habe acetonhaltigen Nagellack. Es gab genau einen von Evelyn, was ja eigentlich nicht so vorteilhaft ist. Also die meisten achten ja drauf, acetonfreien zu kaufen, weil es sehr austrocknend ist. Und ja, es macht die Nägel einfach noch brüchiger. Es muss nicht sein. Es ist nicht so gesund für die Nagelhaut. Und
Nee, muss auch nicht auf der Haut unbedingt sein. Deswegen, ich habe den jetzt nur geholt, um damit diese Schuhe zu präparieren im Endeffekt. Aber es will nicht so richtig. Ich so, Mist, vielleicht muss ich doch in den Baumarkt so richtiges Zeug irgendwie holen. Aber ich will jetzt auch keinen Riesenaufwand machen. Ich habe nur überlegt mit Schleifpapier, aber das ist so Gummi. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber habt ihr eine Idee, wie man das sonst matt kriegt? Es gibt keine matte, durchsichtige Schuhcreme. Das war so auch mein allererster Gedanke noch. Oder ich lebe einfach damit, dass sie glänzen. Das ist auch nicht schlecht. Also ja, ich finde, sie glänzen je nach Sonneneinstrahlung schon stark, hat auch einen gewissen Look. Aber eigentlich hätte ich sie gern, wie vieles andere, matt. Und es gibt noch ein paar andere Sachen. Ich habe mir zum Beispiel auch so Sockboots gekauft. Seht ihr das jetzt hier so? Na, schwierig. So. Und die hatte ich auch vorher noch nie. Und das ist von einer Fair Fashion Marke. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das kann ich selber nicht lesen, weil es so dunkel ist. Ich glaube, es ist Matte und Nat, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, ich kann es gerade. Ah, doch, doch, jetzt kann ich es ganz leicht lesen. Matte und Nat. Und das ist so, ja, wie veganes Wildleder. Richtig weich. Und ich liebe auch, dass das vorne so ein bisschen kantiger ist. Hat mal was ganz anderes für mich. Und so einen kleinen Absatz, aber nicht zu viel, so dass es angenehm zu tragen ist. Und ich finde den richtig schön. Das Problem bei denen war, dass sie ein bisschen rutschig waren. Und da gibt es halt auch so ein paar Sachen, wenn man weiß, es rutscht ein bisschen außen wegen dieser Sohle, nicht innen. Regt mich tierisch auf. Ich hasse das auch so richtig, weil ich denke, ich falle hin, ich kann mich nicht richtig bewegen, ich bin angespannt. Ist natürlich nichts. Und es gibt diese Pads zum Draufkleben. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, so, weil ich meine schon seit gefühlt 6, 7, 8 Jahre habe. Und zwar war das damals von Primark. Unterstütze ich natürlich nicht so gern, dass man da noch was einkauft, aber die waren echt gut. Und die kleben auch ganz gut. Man kann nochmal mit Sekundenkleber oder so ein paar Tröpfchen dazu extra drauf machen, weil ich habe auch mal so ein Ding verloren. Einfach beim Laufen habe ich es nicht mal gemerkt. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich guck mal, weil irgendwie schlittere ich jetzt doch wieder. Je nach Boden, wo man sich aufhält, ja. Und ich möchte auch nicht riskieren, hinzufallen. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, gibt es die auch bei anderen Schuhgeschäften. Bestimmt gibt es die auch bei Online-Shops oder so. Aber bei Primark hatte ich sie halt für 1,50 noch seit Ewigkeiten hier. Und habe ganz, ganz viele gekauft, weil ich die damals einfach schon toll fand. Und so kann man auch ein bisschen Abhilfe schaffen, wenn man sagt, der Schuh ist eigentlich super, aber ich rutsche und was soll ich jetzt machen? Das ist so ein Hack, funktioniert super. Toll, jetzt war der Kameraakku leer und muss den gerade mal wechseln. So, ich war bei diesem Schuh hier, den ich auch über Vinted gekauft habe. Und der ist aus veganem Leder. Und da seht ihr optisch keinen Unterschied. Und das hält auch wunderbar. Natürlich imprägniere ich immer noch meine Schuhe, aber das ist so mein extra Ding. Das mache ich mit allen möglichen Schuhen, soweit wie es geht. Und der ist so ein richtiger Go-To-Stiefel, beziehungsweise Boots, Stiefelette. Passt bei mir zu allem, außer vielleicht im Hochsommer. Da wird es ein bisschen warm drin. Aber er hat ein Problem praktisch. Und zwar ist es hier so eine Stelle, die ein bisschen hart ist. Und das merkt man am Knöchel schon. Und dann dachte ich mir, jetzt weiß ich, warum der verkauft worden ist, also dort, weil wahrscheinlich das dann doch gestört hat. Allerdings gibt es auch für so Stellen im Schuh, das kann auch hier vorne mal sein, außer es ist zu eng, dann wird es ein bisschen problematisch, aber wenn irgendwie was ist, wo man sagt, ah, da merke ich die Naht, da ist irgendwas, was irgendwie zu arg drückt. Und das ist schmerzhaft, das muss natürlich nicht sein. Gibt es eben auch Sachen. Ich habe ja zum Beispiel die von Balea. Das sind Gelfersenpads und auch Druckstellenschutz. Also eigentlich ist es dafür sogar gedacht. Es gibt diese ovalen Dinger hier. Die kann man einfach nehmen und irgendwo dran kleben. Und wenn man genau die Stelle gemerkt hat und weiß, da ist es sicher, dann kann man, wie gesagt, auch mit ein bisschen Sekundenkleber oder so nachhelfen. Das ist wirklich gut. Oder doppelseitiges Klebeband und so weiter. Kann man Verschiedenes ausprobieren. Und das ist so eine Erleichterung, Leute. Und das ist einfach super. Oder auch diese länglichen Teile. Habe ich jetzt eins in diesem Schuh zum Beispiel kleben. Die kann man auch sehr gut, wenn es am Rand irgendwo wehtut, hinmachen. Ist ein Traum. Und wie gesagt, wenn man den ein bisschen noch stärker festklebt, dann hält das Ganze auch. Und so kann ich einen Schuh tragen und habe den so viel günstiger gekriegt. Das ist auch von einer Fair Fashion Marke von Vegetarian Shoes. Und ich finde es einfach so super, dass es mittlerweile ganz viele Sachen gibt, wo keine tierischen Inhaltsstoffe drin sein müssen oder dran. Weil ganz ehrlich, es ist Haut von Tieren, wenn man Leder benutzt. Das ist so, ja, jedem das seine, aber ich finde es einfach ein bisschen, es ist crazy. Wir würden niemals Schuhe anziehen, die von Hundehaut bedeckt sind oder Katzen oder, wisst ihr, was ich meine? Warum ist es dann okay, von Rinder oder sowas zu nehmen, nur weil wir es gewohnt sind? Aber der Gedanke ist ein bisschen crazy. Ne? Und deswegen, ich finde es einfach super. Es gibt so schöne
ja, Secondhand-Teile, Fair-Fashion-Teile, das sieht jetzt nicht irgendwie super öko, crazy vegan aus, ja, sondern normal, kann man das so sagen. Und es gibt immer mehr coole Sachen. Und eben mit so Tricks kann man sich auch ein bisschen helfen, wenn was nicht ganz so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Nur mit diesen Gummistiefeldingern. Da muss ich echt nochmal gucken, wie ich das ein bisschen matter hinbekomme. Vielleicht gibt es noch andere Lösungsmittel. Oder ich färbe mir jetzt auch, den habe ich auch mal vor einer Weile gekauft. Auch natürlich, wie alles. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich normal Klamotten in einem Laden gekauft habe. Nee, wirklich nicht. Also ich bin verrückt seit so vielen Jahren. Wirklich jetzt schon. Und das ist einfach so ein Oversize bisschen, ja, khakifarbener Pullover. Und ich liebe halt Khaki, weil das halt mit meiner Augenfarbe so super matcht im Licht und so. Ich liebe das auch bei anderen. Wenn ich das sehe, denke ich mir, ich muss auch wieder mehr Khaki obenrum tragen. Ist einfach so schön. Und das Ding ist, hier sieht die Farbe jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht aus im Licht. Aber sie ist mir ein bisschen zu wenig Khaki. Es ist so gräulich Khaki im Sonnenlicht. Und da dachte ich mir so, so ein Touch mehr wäre schon schön gewesen. Und der Stoff ist halt auch super angenehm. Und da hole ich mir doch einfach, man sieht es jetzt nicht so genau, es sieht glaube ich aus wie schwarz, aber es gibt dieses Olive Green. Also es ist auch so ein Khaki-Ton. Wenn man es jetzt bei Tageslicht sehen würde, könnte man das ein bisschen besser erkennen. Ja, und damit färbe ich mir einfach Sachen ein. Und das hat schon so oft so gut funktioniert. Es gibt so viele Farben und natürlich kosten die ein bisschen was, aber es ist sehr, sehr einfach, in der Waschmaschine zu waschen und da habt ihr auch keine Rückstände, weil ihr das Kleidungsstück danach nochmal kurz im Schnellwaschgang einfach wascht und dann ist da gar nichts. Easy, das einfach reinzuschmeißen in die Trommel und gut ist die Sache. Also einfacher wird es nicht. Und ich liebe halt auch so Sachen umzunähen und so. Die Hose zum Beispiel auch, die war einfach so ein Stück zu lang und es ist wirklich kein Hexenwerk. Ich habe mir ein Tutorial angeguckt auf YouTube. Ist so, okay, so und so steckt man es ab. War mir eh relativ klar, aber ich dachte, ich gucke es mir sicherheitshalber nochmal an. Und dann meine Nähmaschine geht wieder. Aber war ein langer Weg, muss ich sagen, weil ich jetzt jemanden gefunden habe, der es mir eben, dem habe ich ein bisschen was dafür gegeben. Und dann hat er es mir repariert, weil er sich damit eben auskannte und so. Und tipptopp. Und ich liebe das jetzt. Und klar, das ist auch so eine Sache. Nicht jeder hat eine Nähmaschine daheim, aber vielleicht kann man sie sich auch mal ausleihen von jemandem, wenn man jemanden kennt damit. Oder probiert man die Sachen auch mit der Hand. Geht auch mal, ist auch kein Hexenwerk. Und so habe ich zum Beispiel eine Hose, die anderen einfach zu lang waren, aber eigentlich gestanden haben. Und es war so, ja, okay, die machen das aber nie, die ändern das nicht. Ist natürlich ein kleines Hobby so ein bisschen, wenn man sich damit befasst, weil es schon ein bisschen Zeit kostet. Aber für mich ist das so investiert einfach. Und warum soll ich irgendwo shoppen, wo es einfach voll ist, wo es anstrengend ist? Ich finde immer dieses Wärme-Kälte-Ding von rein, raus, so viel los. Du musst so viel warten an der Kasse, an den Umkleidekabinen. Ja, dieser Druck so ein bisschen, so, oh, deshalb bist du umsonst hingegangen, hast gar nichts geshoppt und so. Dann ist man so verleitet, doch irgendwas zu kaufen. Dann ist es in der Regel Fast Fashion und damit unterstützt du einfach nur oft Kinderarbeit oder allgemein schlechte Arbeitsverhältnisse für viele Menschen. Muss ja nicht sein, ne? Und es geht so stylisch, auch Secondhand und wirklich so Mini-Mini-Mini-Skills, die man dann nur braucht, die kriegst du über Tutorials super easy hin. Und ich mache das wie so ein bisschen Me-Time-mäßig, das ist wie wenn andere meditieren oder so, dann nähe ich irgendwie eine kleine Sache zusammen, aber das ist wirklich nicht viel, ja. Oder wenn irgendeine Hose zu weit ist oder so, dann kann man das nochmal ein bisschen so mit dem Knopf und so ändern oder irgendwas schnüren. Das funktioniert wirklich gut. Das sind ein paar Handgriffe. Und ich liebe das einfach. Oder mit diesem Pullover, der einfach diese Ärmel, habe ich euch vorhin schon gezeigt, die einfach so kurz waren. Super easy. Ich habe die Ärmel gewaschen. Ich hätte das ganze kleine Stück waschen können, aber es war jetzt gerade nicht nötig. Sie waren schon frisch gewaschen. Und habe einfach die aufgehangen mit so Gummis, also so drumherum gewickelt, an diesen Wäscheständer und habe einfach so ein bisschen immer wieder dran gezogen und super easy. Also genau das, was man sich vorstellt, wenn sich Kleidung verzieht, man kann es ein bisschen extra manipulieren und so trocknen lassen, dass es nach unten hängt und minimal hat es wieder zusammengezogen. Aber die sind trotzdem jetzt richtig schön lang. Es sieht nur ein bisschen doof aus jetzt mit den Ärmeln dazu. Aber ich hätte es sonst nicht getragen. Ich hätte es als Chiller-Outfit daheim mal getragen oder so, was ja auch okay wäre. Aber so kann ich es wieder normal tragen, weil die Ärmel nicht plötzlich hier aufhören und so eine komische Länge ergeben haben. Und so gibt es halt so kleine Tricks, wo man einfach sich mal kurz Zeit nimmt und die irgendwie mal extra hinpackt und sagt, okay, am Sonntag gebe ich mir mal eine Stunde und kümmere mich mal darum, um ein so ein Ding. Und wenn du Erfolgserlebnisse damit hast, dann freust du dich auch auf das nächste Teil. Und
so kannst du Sachen irgendwie, das ist so eine emotionale Bindung dann fast schon, weil du sagst, hey, ich habe mir da voll Mühe gegeben und jetzt steht mir das und passt es besser. Da kannst du voll viel rausholen. Ich liebe so Zeug und ich würde euch gerne so viel mehr noch davon zeigen. Und glaube, dass das auch ein bisschen mehr immer noch oder immer mehr auf meinem Kanal zu sehen sein wird. Ich muss nur schauen, ob ich das alles so hinkriege zeitlich. Ob ich wirklich auch alle 2 Wochen das jetzt machen kann, weil es einfach, ja, viel gerade kommt. Ich bin kurz vor den Abschlussprüfungen als vegane Ernährungsberaterin. Das kommt jetzt wahrscheinlich so im Mai. Ich kann es mir ein bisschen einteilen, wie ich es mache. Das ist so viel. Ey, ich glaube, wir haben über 1600 Seiten. Ich drehe durch. Und manche sind natürlich ein bisschen einfacher zu lesen und man denkt sich, ah ja, okay. Und manche Sachen sind so tief in der Materie drin, dass ich jetzt über Arterien und wie, was, wodurch und welche Aminosäure zu was und warum, wieso, weshalb. Wow, es ist wirklich intensiv, Leute. Aber mir macht es Spaß. Nur zum gewissen Grad denke ich mir so, warum muss ich das alles wissen? Ich werde kein Arzt in diesem Leben mehr. Es ist sehr detailreich oftmals. Also bei Academy hat man wirklich das ganze volle Programm. Das ist nicht so, wir machen mal ein paar Wochen, Monate ein schnelles Programm und dann hast du es und dann erklärst du mal hier, wie du Obst und Gemüse isst oder so. Nee. Da kommt so richtig viel auf einen zu und dieses ganze Umstellen, wie macht man das mit der Selbstständigkeit dazu. Und natürlich habe ich noch den Job in dem anderen veganen, nachhaltigen, fair produzierten Bereich, ne? Und das Ganze zu handeln und ich werde noch ein bisschen Instagram mit einfließen lassen, muss ich jetzt dann endlich mal angehen. Deswegen wird hier weniger kommen und lieber mal so ein paar Snippets zwischendrin auf Instagram. Und das muss ich sowieso mal ein bisschen aufleben lassen. Das ist ja schon ewig tot bei mir. Aber ja, ich glaube, da muss ich mich mal richtig reinfuchsen. Das wird mir auch bestimmt Spaß machen. Und auch verschiedene Infos kann ich da auch besser noch vielleicht verpacken. Ein bisschen prägnanter so zusammenfassen. Und hier schweife ich ja sehr gerne aus. Und dort gehen so Zwischendinge auch vom Alltag mal vielleicht ein bisschen besser rein. Wie, dass ich jetzt extra die Kamera raushole und ja, Handy hat man eh immer dabei und kann mal schneller was festhalten und ist vielleicht auch ein bisschen bereiter, das dann zu machen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch rüberkommt auf Instagram, falls ihr da nicht seit Ewigkeiten schon mal mich abonniert habt und denkt, was macht ihr eigentlich da seit Jahren? Nichts, außer ich verfolge selber andere Leute so ein bisschen. Ansonsten, ich blende euch hier mal ein, kommt gerne mal mit rüber. Kann auch ein paar Tage dauern, bis ich da mal wieder irgendwas mache. Aber ich überlege mir was. Und ja, hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!